Dieser Film erzählt das Märchen von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem großen Geld. Es hat mit vielen Männern zu tun, auch mit diesem. Der lag eines Morgens quer auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Der Umfaller und Steuerlüge stand fett darüber. Anno 1991 hatte Kanzler Kohl entdeckt, dass alles, was er vor der Wahl versprochen hatte, nach der Wahl nicht mehr galt. Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Das Märchen beginnt mit den Kanzlern und solchen, die es werden wollen, und mit ihren Wahlversprechen. Steuererhöhungen sind in der jetzigen konjunkturellen Situation ökonomisch unsinnig. Und deswegen ziehen wir sie auch nicht in Betracht, im Gegenteil. Kaum ist die Wahl vorbei, da grenzt es an Majestätsbeleidigung, die Herren an ihre Versprechen zu erinnern. So war es immer schon, egal wer gerade auf dem Thron saß. Und so schrieben anno 2002 Kanzler Schröder und sein Vize Joschka Fischer 18 Milliarden Euro Steuererhöhungen in ihr rot-grünes Buch. Der Glaube an die Steuergerechtigkeit ist eine schöne Illusion. Seit Jahrzehnten erzählen uns Politiker aller Parteien dasselbe Märchen. Seltsam, dass wir noch immer daran glauben. Die brutale Wirklichkeit. Der 20-jährige Heizungsinstallateur Sami Suari vergleicht seine Lohnabrechnungen des letzten Jahres. Im Frühjahr 2002 gab es eine Lohnerhöhung von 2077,24 Euro auf 2130,76 Euro. Also 53,52 Euro mehr. Aber bei jeder Lohnerhöhung kassiert der Staat mit. 11,18 Euro für Sozialabgaben und 18,72 Euro für Steuern. Blieben ihm also wenigstens 23,62 Euro. Als Ausgleich für die Inflation. Doch mit der ersten Lohnabrechnung 2003 waren auch die weg. Denn der Gesetzgeber erhöhte mit Jahresbeginn die Sozialabgaben. Macht für ihn 11,72 Euro weniger, ohne dass er dafür eine zusätzliche Leistung erhält. Vor Schreck steckt er sich eine Zigarette an, er ist Raucher. Jede Zigarette kostet ihn ab 2003 1 Cent mehr. Die Tabaksteuer wurde erhöht, macht für ihn im Monat 6 Euro mehr. Schließlich ist auch die Benzinsteuer ab 2003 wieder um 3,5 Cent pro Liter gestiegen, was Sami im Monat 12 Euro kostet. Ob die Lohnsteuer oder die Verbrauchsteuern erhöht werden, für sein verfügbares Einkommen ist es schließlich egal, das Geld ist weg. So haben wir seine Rechnereien ergänzt. Aus der Nettolohnerhöhung von 23,63 Euro sind nach dem Abzug der Sozialversicherungserhöhungen von 11,72 Euro und der Benzin- und Tabaksteuer von 18 Euro ein Minus von 5,09 Euro geworden. Es ist und bleibt die Masse der Arbeitnehmer, die die Steuerlast tragen, und die steigt unaufhörlich und hinterhältig, und zwar nicht nur offen, sondern auch versteckt. Das Karl-Breuer-Institut des Bundes der Steuerzahler hat ausgerechnet, wie und wo der Staat in den letzten 40 Jahren heimlich an der Steuerschraube gedreht hat. Eine mühsame und schwierige Kleinarbeit, der sich der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts, Volker Starren, mehrere Monate lang unterzogen hat. Aus dem Wust der Steuererlasse und Tarifveränderungen musste er endlose Tabellen miteinander vergleichen, um die perfide Methodik dieser Steuererhöhungen zu entlarven. Die Idee der Steuerprogression ist es ja, dass Besserverdienende auch mehr Steuern zahlen können. Doch jeder Arbeitnehmer erlebt bei jeder tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhung, dass er in eine höhere Steuerklasse gerät, ohne dass er in eine besser verdienende Einkommensschicht aufgestiegen wäre. So findet sich so mancher Arbeitnehmer heute steuerlich in der Gruppe der Spitzenverdiener, obwohl sich sein Lebensstandard über Jahre keinen Deut verbessert hat. Die Steuerzahler in Deutschland sind dadurch, dass der Tarif bei der Lohn- und Einkommensteuer nicht angemessen angepasst wird, jährlich um etwa 65 Milliarden Euro zusätzlich belastet. Das ist das entscheidende Ergebnis dieser Studie. Wie erklären Sie so etwas, dass sich die Steuerzahler das gefallen lassen?
Das ist ja das Perfide an den heimlichen Steuererhöhungen. Die finden nicht abrupt von jetzt auf gleich statt, sondern es kommt zu heimlichen Steuererhöhungen nach und nach im Laufe der Zeit. Wir sind bei diesem Ergebnis derzeit gelandet nach mehr als 40 Jahren, schleichend, heimlich, und die Steuerzahler haben sich nach und nach an das Unnormale gewöhnt. In einer Pressekonferenz in Berlin will der Bund der Steuerzahler diese heimliche Abkassiererei entlarven. Alle Medien mit Rang und Namen sind da. Zugegeben, der Sachverhalt ist schwierig zu erläutern. Fachchinesische Steuerberechnungen müssen dargestellt werden, um zu erklären, wie die Summe zustande kommt. Aber das Fazit war einfach zu verstehen. 65 Milliarden Euro beträgt die heimliche Steuererhöhung Jahr für Jahr. Und sie wird sich bis zum Jahr 2010 noch einmal um 19,5 Milliarden Euro erhöhen, wenn die prozentuale Steuerlast nicht mit jeder Lohnerhöhung gesenkt, also der Tarif auf Räder gestellt wird, wie dies die Steuerexperten nennen. Nur das würde verhindern, dass Otto Normalverbraucher über Gebühr abkassiert wird. Es gibt Staaten, in denen solche Enthüllungen einen Volksaufschrei auslösen würden. Nicht so in Deutschland. Der Pressesprecher des Bundes der Steuerzahler zieht eine ernüchternde Bilanz. Die Reaktion der Presse auf die Pressekonferenz sieht wie folgt aus. Wir haben hier eine dpa-Meldung abgedruckt in der Süddeutschen Zeitung, einen weiteren Bericht im Tagesspiegel, und in zwei weiteren Presseberichten laufen wir am Rande mit, aus der FAZ und aus dem Mannheimer Morgen. Das hier gehört unbestritten ins Guinness-Buch der Rekorde. Veröffentlichung zum deutschen Steuerrecht. Circa 60, einige sagen sogar 70% der gesamten Literatur über Steuern in der ganzen Welt beschäftigt sich mit dem deutschen Steuerrecht. In diesen Regalen stehen die rund 300 Gesetze und über 70.000 Verordnungen, die sich Finanzbürokraten und ihre parlamentarischen Helfeshelfer ausgedacht haben, um das verwirrendste Steuerrecht der Welt zu kreieren. Wie viele Gesetze und Vorschriften sich dabei widersprechen, weiß niemand mehr. Und das wiederum hat zur Folge, dass das deutsche Steuerrecht von Grund auf ungerecht und unsozial ist. Denn, und auch das macht diese Steuerliteraturkruft deutlich, niemand kann behaupten, er wisse noch angesichts dieser Gesetzesflut, was Recht und Unrecht ist. Wohl aber verlangt der Staat, dass wir mit unserer Unterschrift so tun, als ob wir alle diese Verordnungen kennen und befolgen würden. Mit jeder Unterschrift unter einer Steuererklärung zwingt uns der Staat zu lügen. Das ist juristisch ein Drama. Und zwar deshalb, weil der Bürger ja mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner Erklärung bestätigt. Und wenn sie unrichtig ist, macht er sich strafbar oder begeht jedenfalls eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, der Rechtsstaat fordert vom Bürger etwas, was er aus eigenem Verstehen nicht erfüllen kann. Wenn wir diesen nachdenklichen Bürger hätten, der sich mal ein Einkommensteuergesetzbuch mitnimmt ins stille Kämmerchen, um zu lesen, was dieser Staat von ihm erwartet, der würde spätestens beim Paragraphen 2 der Mindestbesteuerung scheitern. Das kann er nicht verstehen. Auch bei größtmöglichem sich hineindenken, bei größtmöglicher Sorgfalt. Und dennoch muss er unterschreiben, dass alles richtig sei. Eigentlich darf der überforderte Bürger seine Steuererklärung wegen der unverständlichen Rechtsbestimmungen nur noch unter Vorbehalt unterschreiben. Denn der Rechtsstaat fordert in der ersten und wichtigsten Erklärung, die der Normalbürger gegenüber diesem seinem Staat abgeben muss, etwas, was er nicht leisten kann. In der Heidelberger Universität unterrichtet Professor Paul Kirchhoff Staatsrecht. Er gehört zu den Persönlichkeiten in unserem Land, deren Integrität ebenso hoch geschätzt wird wie ihre Urteilsfähigkeit. Bis 1999 war er Richter am Bundesverfassungsgericht und hat in dieser Funktion in vielen Urteilen dafür gesorgt, dass Politiker und ein gieriger Staat in die Schranken unseres Grundgesetzes verwiesen wurden. Seit dem turnusmäßigen Ausscheiden aus dem Bundesverfassungsgericht forscht er in einem eigenen Institut über das real praktizierte Steuerrecht.
Das Ergebnis seiner Untersuchungen und Forschungsarbeiten hat er in einem dünnen Heft zusammengefasst. So und nicht umfangreicher müsste nach Kirchhoffs Auffassung unser Steuergesetz sein, soll es unserer Verfassung entsprechen. Nur noch 21 Paragraphen umfasst sein Steuerrecht und es ist so gestaltet, dass jeder Bürger auf einer Seite in einer halben Stunde seine Steuererklärung erledigen kann. Das steuerfreie Existenzminimum soll pro Person 8.000 Euro sein, auch für jedes Kind. Der Spitzensteuersatz endet bei 35% und all diese Paragraphen für Sonderregelungen, die ja doch nur den Steuervermeidungskünstlern dienen, werden abgeschafft. Mittlerweile entsenden Länderfinanzminister und Finanzgerichte Beamte zu Kirchhoff nach Heidelberg, um mit ihm über die Grundzüge und die Ausgestaltung eines einfachen Steuerrechts weiterzuforschen. Dabei spielt die parteipolitische Ausrichtung des jeweiligen Bundeslandes keine Rolle. Ob SPD oder CDU/CSU, natürlich wissen alle Finanzpolitiker in unserem Land, dass das Steuerrecht längst zu einem unkontrollierbaren Monster ausgewachsen ist. Und längst wissen alle, auch wenn sie zu feige sind, es auszusprechen, was Kirchhoff als Gefahr für unsere Demokratie postuliert. Wir haben ganz fundamentale Probleme, wenn wir die Maßstäbe des Rechtsstaates und der Demokratie an das geltende Steuerrecht anlegen, dieses noch als Recht zu definieren und nicht als Unrecht definieren zu müssen. Diesem Unrecht sind tagtäglich die Zollbeamten an der deutsch-schweizerischen Grenzstation Weil-Basel auf der Spur. Niemand weiß, wie viel Milliarden früher DM und heute Euro deutsche Staatsbürger hier vor dem Fiskus in Sicherheit gebracht haben. Und damit das nicht ganz risikolos ist, fahndet der Zoll nach Cash. Denn, was den wenigsten Bürgern bewusst ist, wer mehr als 15.000 Euro bar mit sich führt, muss das Geld nicht nur anmelden, sondern auch nachweisen, wo es herkommt. Sonst wird eine Strafe von 5% fällig und wenn kein Nachweis möglich ist, wird es konfisziert. Je öfter die Zöllner suchen, umso häufiger werden sie fündig. Wir haben im letzten Jahr 134 Fälle gehabt mit 8,8 Millionen Euro und im Jahr davor war es etwa die Hälfte. Und wir haben 1998 ganz bescheiden mit 29 Fällen begonnen. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges, denn insgesamt wird geschätzt, haben die Deutschen 200 Milliarden Euro im Ausland steuersicher gebunkert. Nicht nur in der Schweiz. Auch in den Tresoren der Luxemburger Banken sind viele Milliarden Euro versteckt, für die in Deutschland keine Steuern bezahlt werden. Die Aufregung darüber ist zwar groß, aber alle machen mit. Denn auch deutsche Banken, die sich im Staatsbesitz befinden, haben ihre Filialen bei unseren diskreten Nachbarn. Der Traum eines jeden Steuerzahlers, das Fürstentum Monaco. Knapp 700 Kilometer südlich der deutschen Landesgrenze. Eine 1,8 Quadratkilometer große Enklave, umrahmt von französischem Staatsgebiet, das auf jegliche Einkommenssteuer verzichtet. Und das übt eine magische Anziehungskraft auf Großverdiener aus, die sich so der Steuerlast ihrer Heimat entziehen. Und so wohnen sie dann. Wenn es ums Steuersparen geht, verzichten sie sogar auf großzügige Villen und quetschen sich in Apartments mit Blick auf Nachbarsterrasse. Karl Lagerfeld, der Modeschöpfer mit deutschem Pass, gehört dazu. Und Heinz-Harald Frenzen, der Formel-1-Rennfahrer vom Niederrhein. Für Boris Becker endete der Ausflug nach Monaco mit einer zweijährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung, weil er nicht nachweisen konnte, dass ihn viel mehr als ein Mietvertrag mit Monaco verbunden hat. Wer in Monaco einen französischen oder amerikanischen Pass besitzt, um hier an der Côte d'Azur zu flanieren, hat nichts von der Steuerfreiheit. Er muss in seinem Heimatland trotzdem zahlen. Das haben diese Staaten zu Hause mit Monaco so geregelt. Wenn sich also die Deutschen hier von der Steuer retten können, so liegt das nicht an der Steuergesetzgebung Monacos, sondern an der Scheinheiligkeit des deutschen Gesetzgebers. Scheinheilig auch der Umgang mit den deutschen Helden. Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat sich mit seinem geschätzten Jahreseinkommen von 40 Millionen Euro an den Ufern des Genfersees in der Schweiz niedergelassen.
und der Kaiser der Deutschen, Fußballgott Franz Beckenbauer, residiert steuerschonend im österreichischen Kitzbühel. Und niemand nimmt es ihnen übel. Der Neidkomplex der Deutschen setzt bei Sportlern aus. Im Gegenteil. Der Ruf dieser Galionsfiguren der Steuervermeidung ist so vorbildlich, dass sie als lebende Litfaßsäulen und Werbeträger sogar noch Millionen Euro hinzuverdienen, die natürlich auch wiederum der deutschen Steuersolidargemeinschaft weitgehend vorenthalten werden. Steuervermeidung ist in Deutschland einfach in. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Das hängt damit zusammen, dass in Deutschland wohlhabende Deutsche nur steuerpflichtig sind, wenn sie sich nicht ins Ausland absetzen. In den USA dagegen ist jeder Amerikaner mit seinem Welteinkommen steuerpflichtig, egal wo er seinen Wohnsitz hat. Ein Vorbild auch für Deutschland? Dieses habe ich mehrfach dem Bundesfinanzminister mündlich und auch schriftlich vorgetragen. Immer wieder, wenn aktuelle Steuerfluchtfälle in den Medien stehen, habe ich aufgezeigt, dass hier etwas getan werden muss und abgestellt werden muss, weil es ein zunehmendes Ärgernis für die normalen Steuerzahler wird. Reaktion? Reaktion ist leider null. Hamburg, Binnenalster, beste Lage. Warum denn in die Ferne schweifen? So manche Steueroase liegt mitten unter uns. Die Hansa Treuhand gehört zu den seriösen Hamburger Schifffahrtsunternehmen und hat unter anderem 73 Schiffe unter Vertrag. Die schippern Waren um die ganze Welt und daran sind viele betuchte Bürger beteiligt, die sich leisten können, hier ab 20.000 Euro in einen Fonds zu investieren. Ja, der für die Schifffahrt relevante Paragraph ist der 5a ESTG, der letztlich verkürzt sagt, dass die Gewinne in der Handelsschifffahrt im internationalen Bereich nur pauschal zu versteuern sind und damit in der Summe faktisch eine Brutto-für-Netto-Rechnung existiert. Das bedeutet, wenn ich Gewinne erwirtschafte, sind die fast 1:1 an den Anleger weiter. Wie hoch ist denn der Steuersatz? Der Steuersatz ist, wenn man bei einem Spitzensteuersatz normalerweise von 50% ausgeht oder Spitzenbesteuerung inklusive Solidaritätszuschlag, dann ist hier letzten Endes von dem Gewinn des Schiffes ungefähr 0,2% zu versteuern. Doch diesen steuerparadiesischen Genuss kann sich nur gönnen, wer solche Konstruktionen überblickt, die seitenlangen komplizierten steuerlichen Hintergründe von Spezialisten erfährt und dann auch noch über das nötige Kleingeld verfügt. Axel Steffen und seine Geschäfte sind typisch für das deutsche Steuerrecht. Spitzenverdiener, die sich durch den Paragraphendschungel führen lassen, finden unendlich viele Möglichkeiten, den Spitzensteuersatz zu vermeiden. Für sie ist Deutschland ein steuerliches Märchenland, ganz legal. Daran rüttelt keine Partei, keine Rechte, keine Linke. Januar 2003. Im Finanzausschuss des Bundestages die Anhörung der Sachverständigen zu den geplanten Steuerrechtsänderungen im Jahre 2003. Ein gewaltiges Aufgebot. Alles, was Rang und Namen hat, ist eingeladen. Wissenschaftler, Finanzexperten, Lobbyisten, mächtige Industrieverbände und Vertreter großer und kleiner Unternehmen. Die Papierflut, als Unterlagen für die Sitzung verteilt, lässt die Befürchtung zur Gewissheit werden, es geht nicht um Steuervereinfachung, sondern um Steuererhöhungen. Und wie immer die Beratungen ausgehen, eines steht schon jetzt fest. Nach dem Ende des Gesetzgebungsverfahrens 2003 wird das Steuerchaos größer sein als vorher. Einer der Lobbyisten hat das Ergebnis der Gesetzesflut des Jahres 2002 mitgebracht. Diese Beratung stellt sicher, dass das Buch für 2003 noch dicker wird. Den Vorsitz führt die Bündnisgrüne Christine Scheel, eine der ganz wenigen im Parlament, die sich schon von Kindesbeinen an mit dem Steuerrecht herumplagen. Ihr Vater ist Steuerberater. Rechts und links sitzen die Parlamentarier der Bundestagsfraktionen, diejenigen also, die dann in ihren Parteien die Marschrichtung vorgeben. Dies hier ist das Gremium, in dem die vom Bürger gewählten Abgeordneten die Interessen ihrer Wähler wahrnehmen müssten. Doch da haben die Abgeordneten versagt. Der Finanzausschuss
Und auch die Vollversammlung des Parlaments hat den Gesetzeswirrwarr nicht nur nicht verhindert, sondern durch Inkompetenz und parteipolitisches Gezänk wesentlich mitverschuldet. Die Veranstaltung zieht sich ermüdend in die Länge, denn sie folgt starren Regeln, die peinlich wirken. Da darf zum Beispiel ein SPD-Abgeordneter zwei Sachverständige aufrufen, die natürlich meist seiner Partei nahestehen und entsprechend die vorprogrammierten Stichworte liefern. Anschließend kommt die Opposition dran und das Spiel wiederholt sich mit umgekehrten Vorzeichen. Eine wirkliche Debatte zur Klärung unsicherer Sachverhalte entsteht so nicht. Von 9 bis 18 Uhr müssen die Sachverständigen ausharren und längst nicht alle kommen zu Wort, es sei denn, sie haben sich vorher mit einem Abgeordneten darauf verständigt, dass sie auch einmal etwas gefragt werden. In einer Pause fragen wir den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden nach dem Sinn der Veranstaltung. Diese Art ist absurd. Hier bei diesem Gesetz kommt nur Mist raus. Das Steuerrecht wird weiter kompliziert und es wird abkassiert bei den Bürgern und der Wirtschaft. Aber zur Zeit, in der Sie den Finanzvorsitz hatten und CDU und FDP regierten, dann hatten wir auch 17 Steuererhöhungen. Es ist richtig, dass auch in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, aber besser ein Sünder, der die Fehler erkennt und sich jetzt dafür einsetzt, dass das Steuerrecht tatsächlich vereinfacht wird. Es muss verständlich sein, wir brauchen eine Steuererklärung auf einem Blatt, das Existenzminimum steuerfrei, Eingangssteuersatz 25, Endsteuersatz 35. Das ist ein Weg, der wirklich die radikale Steuervereinfachung bringt. Als die Anhörung gegen 18 Uhr zu Ende ist, haben die meisten Experten den Saal schon vor Langeweile oder Erschöpfung verlassen. Christine Scheel weiß, dass das hier kein Beitrag zur Steuervereinfachung wird. Sie versucht, das Schlimmste zu verhindern, nämlich, dass Risiken und Nebenwirkungen erst nach Inkrafttreten der Gesetze deutlich werden. Denn sie hat Erfahrungen mit der Bürokratie. Man hat einen Gedanken, möchte etwas einfach angewandt haben. Und das ist dann oft in der Umsetzung, in der praktischen Umsetzung in den Behörden verkompliziert wird. Das heißt, der Anspruch, ein bestimmtes Gesetz vernünftig zu regeln, ist da, wird auch so diskutiert, ist politisch auch gewollt. Dann gibt es zwischen Bund und Ländern eine Arbeitsgruppe, die sich über Durchführungsverordnungen, Anwendungserlasse und ich sage jetzt mal bis ins letzte Detail verständigt. Und dann kennt man manchmal das Gesetz nicht mehr wieder. Das heißt, die Bürokratie hebelt die Parlamentarier aus. Es ist leider öfters so, dass das, was die Parlamentarier wollen, nämlich eine klare Anwendung, über bürokratische Transformationsprozesse dann erst viel komplizierter wird. Mitten in Berlin, unübersehbar, der gewaltige Komplex des Bundesfinanzministeriums. Folgt man der Argumentation der Abgeordneten, wird hier unsere Finanzgesetzgebung stärker geprägt als im Parlament. An den unleserlichen Verwaltungs- und Ausführungsanordnungen sind die Verantwortlichen dieser Trutzburg jedenfalls nicht unschuldig. Im Foyer die früheren Finanzminister, fast alles mächtige Politiker ihrer Zeit. Aber keiner, auch nicht die beiden letzten, Weigel und Lafontaine, haben etwas zur Vereinfachung der Gesetzgebung unternommen. Jetzt ist Hans Eichel Herr des Hauses und trägt die Verantwortung für 70.000 Steuerbestimmungen. Kann er sich mit der Steuerreform von Professor Kirchhoff anfreunden? Nicht so, wie er sie vorgeschlagen hat. Die Grundlinie, Ausnahmetatbestände weg und dafür die Steuersätze senken, weil man auf einer viel breiteren Basis Steuern erhebt, die Grundlinie teile ich ausdrücklich. Aber ich sage, das kriegen Sie nicht auf einen Schlag weg, weil es ein Kampf gegen alle Lobbyisten in diesem Lande wäre, den Sie selbst einzeln nur sehr schwer gewinnen. Aber würde sich das nicht lohnen? Es ist nicht durchsetzbar und es ist auch nicht an allen Stellen vernünftig, denn es bleiben dann auch soziale Schlagseiten und vor allen Dingen, es kommt etwas anderes dazu, eine hochkomplexe Gesellschaft, die wir sind, kann nicht ein ganz einfaches Steuerrecht haben. Da ist der Elfenbeinturm der Wissenschaft ein bisschen illusionär. Und auch die Vorschläge von Kirchhoff verweisen ja ungeheuer viele Sachverhalte aus dem Gesetz, das der Bundestag und der Bundesrat beschließen, in die Verordnungen.
die dann die Verwaltung... Also Sie klingen ziemlich resignativ. Nein, ich bin überhaupt nicht resignativ, sondern ich bin nur Realist. Das heißt, man muss es Schritt um Schritt gehen. Wir sind mit sowohl dem Steuerentlastungsgesetz 1999 große Schritte gegangen mit riesigem Krach und politisch zunächst überhaupt nicht gedacht. In seiner Berliner Wohnung treffen wir den Präsidenten der deutschen Steuerberaterkammern, sozusagen ihr oberster Lobbyist. Er müsste eigentlich mit seiner Arbeit zufrieden sein. Schließlich wurde das Steuerchaos immer größer und damit auch die Macht der Steuerberater. Leider leben wir nicht vom Chaos, sondern wir leben leider nur davon, wenn es klare, einfache, praktikable Steuergesetze gibt. Denn die Kompliziertheit ist unseren Mandanten nicht klar zu machen. Und wir kommen auch nicht bei allen Projekten und Gesetzen durch. Glauben Sie, dass es einen Steuerberater gibt, der alle 70.000 Bestimmungen wirklich richtig erfassen kann? Nein. Schlicht nein. Es gibt überhaupt keinen Menschen, der sagen könnte, er sei im gesamten deutschen Steuerrecht sicher. Das Steuerbüro Weniger in Berlin ist repräsentativ für die Zunft. Circa 130 Klienten werden hier beraten. Dazu sind 6 Fachkräfte, eine Auszubildende und eine Schreibkraft nötig. Hans-Jörg Weniger zeigt uns die Formulare, die das Finanzamt schickt. Ja, hier haben wir jetzt was vom Finanzamt zugeschickt bekommen. Das ist alles doppelt. Das sind 4 Bücher. Ist das eine Steuererklärung, die damit auskommt? Nein. Wir müssen ja dazu jetzt Erläuterungen, Berechnungen dazufügen und wir müssen vor allen Dingen auch eine ganze Menge Belege mitschicken. Das heißt, es ist eine Fiktion hier? Das ist Fiktion. Also wir haben Erklärungen, die sind so dick oder manchmal auch noch dicker. Weil der Staat weiß, dass es für das deutsche Steuerrecht überhaupt kein Formular geben kann, das auch nur annähernd alle 70.000 Verordnungen berücksichtigt, schickt er eben nur diesen Packen unverständlicher Vordrucke, die der Steuerpflichtige unter Androhung von Gefängnis mit Zusatzerklärungen ergänzen muss. Wir machen also seit Jahrzehnten Vorschläge zur Vereinfachung und stellen fest, dass die Regierung von Jahr zu Jahr informationsfeindlicher oder beratungsresistenter geworden ist. Denn der Gesetzgebungsgang ist leider in letzter Zeit immer hektischer geworden. Und die Zeit zwischen den ersten Ideen, die vielleicht das Finanzministerium oder Politiker haben, bis zur endgültigen Besprechung, entweder im Finanzministerium oder beim Finanzausschuss, ist einfach zu kurz. Hier landen dann die Steuererklärungen bei den Sachbearbeitern in den Finanzämtern. Matthias Ortlam in seiner Dienststelle in Bamberg, zuständig für die Buchstabenkombination He bis Ke in der Abteilung für Lohn- und Einkommenssteuer. Und da sitzt er nun. Und seine wichtigste Handbewegung ist das Abhaken der ihm vorgelegten Zahlen. Er weiß, dass der Steuerpflichtige die 70.000 Verordnungen nicht kennt, die er mit seiner Unterschrift als berücksichtigt und beachtet bestätigt. Und jetzt soll er überprüfen, ob dieser Steuerpflichtige auch all das richtig gemacht hat, was er gar nicht richtig machen kann. Doch damit hört die Fiktion unserer Steuergerechtigkeit noch nicht auf. Das absurde Theater geht weiter. Kennen Sie alle 70.000 Verordnungen? Da wird es wohl in der ganzen Bundesrepublik nur wenige Menschen kennen, die tatsächlich alle 70.000 Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsanweisungen, was es sonst noch gibt, kennen. Dass jeder muss sich spezialisieren, also auch im Steuerrecht. Und das hängt ganz von der jeweiligen Tätigkeit ab. Haben Sie aber nicht das Gefühl, dass Sie damit vielleicht hier das auch mittlerweile fast ziemlich willkürlich für den Steuerbürger ist? Einzelfallgerechtigkeit kann man mit Sicherheit nicht mehr erschaffen heutzutage. Und dass jeder Steuerbescheid richtig ist und jede Steuerfestsetzung richtig ist, das darf man heutzutage nicht erwarten. Wir versuchen unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Das ist das, was die Verwaltung, was ich hier tun kann. Alles andere wird von außen bestimmt durch die Rahmenbedingungen. 800 Steuererklärungen muss Matthias Ortlam pro Jahr bearbeiten. Da kann er nicht viel überprüfen. Mit Mühe und Not schafft er sein Pensum. Und weil der Gesetzgeber auch spürt, dass das Verordnungsdurcheinander immer neue Ungerechtigkeiten schafft, versucht er mit manischer Hektik sein eigenes Chaos durch immer neue Anordnungen zu sortieren, mit schlimmen Folgen für Finanzbeamte und Bürger.
Es wird streckenweise als beängstigend empfunden, denn die Flut von Arbeit deckt einen so zu, dass man gar nicht mehr dazu kommt, die Vorschriften genau zu studieren und dann richtige Auskünfte zu erteilen. Und was hat das dann für Konsequenzen? Es hat die Konsequenzen, dass sich die Leute clevere Berater suchen, die dann alle Ecken und Nischen ausleuchten. Und die kleinen Leute können dieses nicht, die versuchen sich aber dann selbst zu helfen und landen ganz schnell im Strafrecht. Kaum ein Gebäude in unserer Republik ist so von seiner ursprünglichen Bestimmung zweckentfremdet wie dieses schlossähnliche Anwesen im Münchner Villenviertel Bogenhausen. Ein Atelier mit Gemäldegalerie sollte es werden. Doch seit 1924 residiert hier erst der Reichsfinanzhof und jetzt der Bundesfinanzhof. Und bis zum heutigen Tag ist hier die Endstation bei Steuerstreitigkeiten. Wir gehen in das Geschäftszimmer des 9. Senats, zuständig für Teilbereiche des Einkommensteuerrechts. 11 Senate gibt es insgesamt und in allen sieht es ähnlich aus. Hier vorne in diesem Schrank können Sie unsere Akten sehen, die im laufenden Verfahren sind, wo wir Schriftsätze noch haben, wo Sachen eingereicht werden müssen, die also noch nicht fertig sind für die Bearbeitung. Dann da unten können Sie die Akten sehen. Wer hier mit seinem Fall gelandet ist, hat schon alle Instanzen hinter sich. Hat sich schon mit seinem örtlichen Finanzamt angelegt. Hat beim Finanzgericht und dem obersten Finanzgericht verloren. Und ist schließlich einer der 4000 Fälle, die vor dem Finanzgerichtshof des Bundes als Revisionsverfahren zugelassen wurden. Und hier werden immerhin noch rund 18% der Fälle zugunsten des Steuerzahlers entschieden. Heinz-Jürgen Petzer, Richter am Bundesfinanzhof, erzählt uns, was dann mit den Urteilen geschieht, und uns wird zunehmend mulmig ob der Rechtsordnung, in der wir leben. Ja, dazu muss man wissen, es gibt verschiedene Medien, in denen unsere Entscheidungen veröffentlicht werden. Da gibt es zunächst die amtliche Sammlung, die steht bei mir hier da oben auf dem Schrank. Da sind die Entscheidungen abgedruckt, die der Bundesfinanzhof selbst für allgemein bedeutsam und für veröffentlichenswert hält. Und dann gibt es noch Entscheidungen, die der Bundesfinanzhof eigentlich nicht für so besonders wertvoll hält. Die werden gesammelt in dieser Zeitschrift hier drüben, BFH-NV. Das NV soll eine Abkürzung sein für die Sammlung nicht zur amtlichen Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen. Das ist im Grunde ein Stück Realsatire, eine Zeitschrift, die dazu dient, Entscheidungen zu veröffentlichen, die nicht zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt sind. Sowas gibt es wahrscheinlich nur im Steuerrecht. Und dann gibt es noch ein weiteres Veröffentlichungsmedium, das ist das Bundessteuerblatt, herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen. Und diese Sammlung, damit hat es Folgendes auf sich: solange nicht eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs dort veröffentlicht ist, kennen die Finanzämter diese Entscheidung nicht. Wenn eine Entscheidung von uns dort abgedruckt ist, bedeutet das eine Anweisung an die Finanzämter, die Entscheidung anzuwenden. Manchmal dauert es Jahre, bis eine Entscheidung veröffentlicht wird, insbesondere dann, wenn es Entscheidungen sind, die der Finanzverwaltung nicht gefallen. Das gefällt uns wiederum weniger, ist eigentlich auch mit einem rechtsstaatlichen Vollzug, Gesetzesvollzug, nur schwer zu vereinbaren. Das Bundessteuerblatt, herausgegeben vom Bundesfinanzministerium als Filter für unangenehme Urteile. Wir erfahren auch, dass diese rechtsstaatlich bedenkliche Praxis schon alle Finanzminister nutzten. Wenn ihnen ein Urteil nicht passte, es vielleicht sogar ihren Haushalt rupfte, dann zögerten sie die Veröffentlichung hinaus oder verhinderten sie vollkommen. Und wir erfahren, dass diese bürgerfeindliche Praxis zurzeit so oft angewandt wird wie noch nie. In diesem Saal werden die Urteile gefällt in öffentlichen Verfahren. Aber das Interesse der Allgemeinheit ist gering, anders als bei Strafverfahren. Da schimmert es wieder durch, das deutsche Desinteresse am Steuerrecht, das nur an Biertischen aufflackert, im politischen Tagesgeschehen aber kaum eine Bedeutung hat. Hier wurde zum Beispiel von den Richtern die Zinsbesteuerung als verfassungswidrig abgelehnt, weil sich 90% der Bürger mit Tricks und Kniffen vor der Zahlung drücken. Also die Ehrlichen, die Dummen sind, und nichts ist bisher passiert. Auch die Richter verzweifeln am Steuerchaos. Es gehört sicherlich radikal geändert. Es ist so, es gibt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, in denen
im Ernst drinsteht, Steuergesetze müssten so beschaffen sein, dass der Bürger aus ihnen selbst entnehmen kann, was der Steuergesetzgeber von ihm will und dass er seine Steuerschuld selbst ermitteln und berechnen können müsste. Von dem Ideal sind wir natürlich sehr weit entfernt, also auch der Fachmann kann das nicht. Und den Normalbürger treibt das praktizierte Steuerrecht an den Rand der Verzweiflung. Dieses Grundstück bei Hottorf am Niederrhein wurde 1990 vom Ehepaar Reich gekauft, als die Spekulationsfrist noch 2 Jahre betrug. Das heißt, nach 2 Jahren Wartezeit wäre der Gewinn aus dem Verkauf des Grundstücks steuerfrei gewesen. Wir treffen das Rentner-Ehepaar in einem bescheidenen Häuschen in einer schmalen Gasse. Hier wohnen nicht die Leute mit den breiten Schultern, von denen so gerne die Rede ist, wenn es um Steuererhöhungen geht. Der alte Herr bittet uns freundlich einzutreten, denn was ihm widerfuhr, will er publik machen. Aus den Akten geht hervor, nach 9 Jahren verkauften die Reichs einen Teil des Grundstücks als Bauland. Aber ein halbes Jahr nach dem Verkauf änderte der Gesetzgeber die Spekulationsfrist auf 10 Jahre, auch für schon vorher abgeschlossene Verträge. Peter Reich zeigt uns den Steuerbescheid, das Dokument, das ihm den Glauben an den Rechtsstaat raubte. Wie wir diesen Steuerbescheid bekommen haben, haben wir fast die Fassung verloren. Für uns ist eine Welt zusammengebrochen. Wir haben einen so starken Schock erlitten, dass wir wirklich kaum wussten, was wir tun mussten. Wie viel belief sich denn dieser Steuerbescheid? Der Steuerbescheid belief sich in seiner Ausgangsversion um 287.000, die wir nachzahlen sollten. Und es war für uns unbegreiflich, weil ich muss sagen, ich bin vorher Polizeibeamter gewesen, ich bin pensionierter Polizeibeamter und es war mit meinem Rechtsempfinden in keiner Weise zu vereinbaren, dass so eine Entscheidung getroffen werden kann. Es wird ein Gesetz erlassen, was verkündet wird nach dem eigentlichen notariellen Vertrag und dann werden wir belastet rückwirkend. Vorher war die Spekulationsfrist 2 Jahre und jetzt waren fast 10 Jahre vergangen und auf einmal wird die Spekulationsfrist auf 10 Jahre festgesetzt. Wir haben nächtelang nicht geschlafen. Meine Frau hat fast Weinkrampf gekriegt. Heute noch, wenn ich das denke. Und wie geht das jetzt weiter? Müssen wir abwarten, das läuft ja noch. Jetzt muss sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Verkauf des Grundstückes befassen und damit entscheiden, ob der Staat ein Gesetz erlassen darf, das auch für einen Zeitraum gültig ist, an dem es das Gesetz noch gar nicht gab. Mit solch hinterhältigen Steuerpraktiken zerstört der Staat das Vertrauen in eine gerechte Finanzverfassung. Beim Ehepaar Reich ist dies vollkommen gelungen. Auf dem Parteitag der CDU ist nach der Wahl 2002 viel von Gerechtigkeit und Vertrauen die Rede. Der Opposition geht es zurzeit richtig gut, profitiert sie doch von dem Steuerhickhack der Regierung. Sie kann jetzt getrost dem Bürger vorrechnen, wie sehr ihn die Steuererhöhungen belasten, die die Regierung braucht, um die überraschend aufgerissenen Haushaltslöcher zu stopfen. Wir erinnern uns aber an das Sanierungsprogramm der Union in den 90er Jahren und das sah so aus. 1. Januar 91, Erhöhung der Mineralölsteuer auf Benzin. 1. Juli 91, Einführung des Solidaritätszuschlags. Erneute Anhebung der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel. Anhebung der Mineralölsteuer auf Heizöl. Anhebung der Mineralölsteuer für Erdgas. Erhöhung der Versicherungssteuer um 3 Punkte auf 10%. Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für Diesel-Pkw. 1. März 92, Erhöhung der Tabaksteuer um 1 Pfennig pro Zigarette. 1. Januar 93, Erhöhung der Mehrwertsteuer von 14 auf 15%. 1. Juli 93, weitere Anhebung der Versicherungssteuer von 10 auf 12%. 1. Januar 94, Anhebung der Mineralölsteuer auf Benzin. 1. Januar 95, Verlängerung des Solidaritätszuschlags.
auch im Januar 95, Erhöhung der Versicherungssteuer von 12% auf 15%. 1. Januar 96, Erhöhung der Erbschaftssteuer. 1. Januar 97, Erhöhung der Grunderwerbssteuer von 2% auf 3,5%. 1. April 98, Erhöhung der Mehrwertsteuer von 15% auf 16%. 4. Juni 98, Erhöhung der Tabaksteuer. Dabei hat es nicht an Unionspolitikern gefehlt, die ein radikales Umdenken forderten. 1986 schon. Der Vorschlag des damaligen rheinland-pfälzischen Finanzministers und späteren Vizepräsidenten der Deutschen Bundesbank Johann Wilhelm Gattum. Ein radikaler Kahlschlag der 1000 Bestimmungen. Seitenweise strich Gattum den Paragraphendschungel zusammen, aber von seinen Steuervereinfachungsvorschlägen blieb nichts übrig. 10 Jahre später Gunnar Uldall, Finanzexperte der Union und heutiger Hamburger Wirtschaftssenator, veröffentlicht eine umfassende Steuerreform. 3 Steuertarife von 8%, 18% und 28% sollen alle Bestimmungen ersetzen. Die deutliche Senkung der Tarife wird durch die Streichung aller Ausnahmeregelungen ausgeglichen. Das brachte ihm den Ruf eines Steuerrebellen und die Feindschaft von Finanzminister Theo Weigel ein. Seine Ideen aber blieben ein Steuermärchen. Wir nutzen die Gelegenheit des CDU-Parteitages im Herbst 2002 und wollen wissen, ob die Partei mittlerweile bereit wäre, eine Radikalreform mitzutragen, wie sie Ex-Verfassungsrichter Kirchhoff vorschlägt. Der starke Mann der Union für Wirtschafts- und Finanzfragen ist Friedrich Merz. Wir machen jetzt einen neuen Versuch mit noch weitergehenden Vorschlägen, für die ich mich persönlich auch einsetze. Und da ist Kirchhoff eine ganz wichtige Grundlage für die Arbeiten, die wir da leisten. Die Diskussion ist noch nicht am Ende, aber wir sind mittendrin und es geht von der Union das Signal aus, wir wollen wirklich diese durchgreifende Vereinfachung unseres Systems und dafür stehe ich auch ganz persönlich ein. Dafür stehen Sie persönlich? Ja. Das ist deutlich. Und wir werden Friedrich Merz vielleicht einmal daran erinnern. Wir bleiben so lange aber skeptisch und denken an das Schicksal der Unionspolitiker Gattum und Uldall. Bisher haben sich nämlich alle noch so mutigen Reformer in den Fluren der Bürokratie verlaufen. Hier gibt es keine gute Fee. Spätestens, wenn die weißen Ritter mit ihren vielen Versprechungen in der verwunschenen Trutzburg des Finanzministeriums angekommen sind, befällt sie die Lähmung der politischen Realität. So endet unsere Geschichte hier ohne Happy End. Und wie in vielen Märchen lässt uns der Schlusssatz wenig Hoffnung. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann besteuern sie uns noch heute.